Hey ihr Trauersuchenden, willkommen zurück zu The Medium. Schön, dass ihr mit dabei seid und danke fürs Einschalten, wie immer. Ja, ich hoffe, die ersten drei Parts haben euch gefallen. Mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Oh, was ist das? Ich denke mal, das wird sich noch eine ganze Weile so halten. Aha. Okay. Not getting through here. Habe nichts. Alles klar, wir brauchen aber auf jeden Fall irgendwas, um die Tür zu öffnen. Also in unserer Welt ist sie ja nicht verschlossen. Naja. Ich habe immer mehr Probleme, das Spiel aufzunehmen. Ich hoffe, mit der anderen Methode hier klappt es ganz gut. Oh Gott. Fuck! Oh! Wir haben einen Geisterschild. Holy shit! I didn't even know I could do that. Offensichtlich kommen wir hier so ein bisschen an unsere Grenzen, beziehungsweise lernen neue Fähigkeiten dazu. Ist ja geil. Okay, außerkörperliches Ereignis. Oder Erlebnis. Ich mag das total gerne, wenn man so neue Fähigkeiten lernt und die dann einsetzen muss. So, es geht ja auf Zeit hier. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Weiß gar nicht, kann es in dieser Geisterwelt irgendwas passieren? Oh, ein Schlüssel. Ah, wie sieht das denn aus? Ein seltsamer Schlüssel. Alles so ein bisschen abgefahren. Ich finde das total gut. Oh. Ich weiß, das wird für die Tür sein, aber wir gehen erstmal weiter. Da vorne ist nämlich schon wieder Ende. Da ist irgend so ein Fleisch... Ja, so eine Fleischwand. Finde ich richtig eklig. Ach. Hier kommt noch so ein gewisser Giga-Charme, oder? HR Giga, beziehungsweise... It looks like flesh. Ein bisschen Darkseed auch, kennt ihr das? Will ich unbedingt nochmal spielen hier. Skin? Yeah. Im Schlüssel wird es wohl nicht funktionieren. Ja, wie gesagt, ich finde das total geil. Dieser geteilte Bildschirm ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber mir macht das richtig Laune hier. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Würze noch, so einen extra Kick. Ich weiß nicht. Yeah. Das war's wohl mit dem Zurückkommen. Ja, auch so Silent Hill, ne? Alles gemischt so ein bisschen. Ah. Schon nett. Sehr nett. Ich will halt immer beide Bilder gleichzeitig betrachten, aber ich muss immer so ein bisschen hin und her switchen. Aha. Aber das finde ich gerade das Coole irgendwie. Es ist... Okay, da geht's auch noch durch. Man ist halt immer so ein bisschen auf beiden Seiten zugange. Finde ich echt, echt geil. Von der Idee. Ah. Kann ich da jetzt durchsteigen noch? Was macht das für einen Sinn? Aha. Wenn ich da jetzt durchgeschaut hätte, was wäre dann gewesen? Telefon? Eine Erinnerung wieder finden, ha? So, ich muss erstmal den Einblick hier. Yes. Feuerwerk! I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. I don't know why, but it gives me shivers. Ist das Thomas? Auf jeden Fall. Ich finde die Stimme ganz angenehm. Ich weiß nicht, was sie hat. Aber vielleicht spielt sie da ein bisschen mehr durch. Man sagt ja auch, es gibt ja sowas wie Medien. Also nicht die Medien, sondern persönlich oder personenbezogen Medien. Das sind halt Menschen, die sind sehr, sehr empathisch. Ich meine, ich muss sagen, ich bin auch sehr empathisch, was das angeht. Also ich kann mich recht gut in Menschen reinversetzen und ja, wenn jemand tiefe Trauer empfindet, das nimmt mich auch immer recht mit, aber... Aber das hier geht halt über das Ganze hinaus. Die sind so feinfühlig, solche Menschen, dass sie einfach wirklich andere Dinge wahrnehmen als zum Beispiel, ja, ganz normale Leute, so wie ihr und ich wahrscheinlich. Deswegen, es ist eine Gabe, aber es ist gleichzeitig auch ein Fluch. Gibt's wirklich, also Leute, die so empfindsam sind, dass sie sowas hier spüren. Nur sind sie halt auch leider immer sehr sensibel, auch generell, was sowas angeht. Ich meine, es gibt ja auch gewisse Arten von Autismus, wie Asperger, die können Auren sehen. Ich weiß nicht, ob das halt was mit der Krankheit zu tun hat oder mit dem Autismus oder ob das wirklich so ist. Ah, aber alles sehr interessant. Also ich glaube nicht so wirklich ans Übernatürliche, aber ist es übernatürlich oder liegt es in der Natur des Menschen?
Wer weiß. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. Okay. Ich meine, wer definiert, was normal ist? Was natürlich ist und nicht übernatürlich? Eine Vase. Und da ist halt wieder so ein Altar neben auf der Seite. Aber nichts. Das ist wieder so ein Energiealtar, ne? Wahrscheinlich. Da seht man, jetzt kann ich nämlich, weil ich A gedrückt habe, Energie rausziehen. The spark's too weak to absorb. Okay, kann it's ich nicht. It's missing something. Aber hey, ich hatte doch schon Energie aufgesammelt. Das ist so cool mit diesem Bild. Ich weiß nicht, ich finde das echt... Klar, es kann verwirrend sein für manche, aber ich finde es halt echt cool. Ah. Oh, shit. This is falling apart. What the fuck? Looks like I'm in for another dive. If only I had something sharp. Ja, ich brauche halt ein Messer. Soll ich das? Ja, komm, wir machen es gleich. Kann ja auch nicht rennen, leider. Oh, God. I hate this. Ist ja hochklettern, oder was? Nee. Was hast du, dass du dich so außerkörperlich bewegst, oder? Dass du am Kanten entlang schleichen musst. Ich meine, kann ja eigentlich was hier passieren, wenn ich jetzt abstürze, dann kann ich doch einfach wieder in den Körper zurückfahren, ganz schnell. Oder nicht? Hier fehlt auch was. Das ist so krass, ne? So krass. Okay, da kann ich dann wohl ganz normal durch, wenn ich das aufschneide. Oh nein, ich löse mich auf. Du hilf. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mich nicht zurückversetze, sterbe ich dann einfach. Oh! Oh mein Gott! Keine Jumpscares, ne? Oh mein Gott! Ich werde schon ganz dünn. Ich muss nochmal herkommen gleich. Sekunde. Alter! Marianne, du musst in deinen Körper zurück, glaube ich. Machen wir nochmal, komm. Aber ich kann das wohl immer wieder einsetzen, wann ich lustig bin. Ich muss da nicht ewig warten. Finde ich ganz cool. Oh Mann, wie gesagt, von wegen keine Jumpscares. Vergiss das mal ganz schnell, bitte. Wer sich das aus den Fingern gezogen hat. Ja gut, aber so vereinzelte sitzen dann da auch ein bisschen mehr, finde ich. Das, ich meine, auch bei Project Zero, was ja generell sehr ruhiggängig war, das hat auch ein paar Jumpscares gehabt und das fand ich richtig gut. Aber mehr so subtile Scares eigentlich, das finde ich generell immer ein bisschen besser. In Silent Hill hätte man jetzt nicht in die Wanne gegriffen übrigens. Was ist das? Ein Rasiermesser. This thing isn't a razor, it's guilt. Shame. Regret. Sieht so abgefahren aus, alles hier. Also ich finde, das Art-Design ist halt richtig gut geworden. This thing looks strong. Jetzt nicht mehr. Oh, guck mal, ich muss richtig durchschneiden. Ah, geil. Ja. Schneiden. Ich muss auch die Richtung richtig befolgen, sonst schneidet es nicht, sehe ich gerade. Was erinnert mich das hier? That was disturbingly satisfying. Bisschen auch Dantes Inferno? Ich weiß nicht. Irgendwas? Disturbingly satisfying. Trifft's ganz gut. Störend befriedigend. Bin ich mit ihr was hier vielleicht? Also in der normalen Welt? In unserer Welt, normal ist ja immer, ne? Ansichtssache. Oh, eine verwelkte Sonnenblume. This could be useful. Ah! The light of a memory strong enough to defy this place. Eine ausgetrocknete Sonnenblume. Cool. Schüssel. Ah, okay. Ah, ich muss das... Okay, ich muss den linken Stick bewegen. Alles für einen Moment, um die Erinnerung zu rekonstruieren. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. The care in her voice.
Clearly, he was more to her than just another patient. Also Leute, wenn ich jetzt irgendwas Schlechtes über Bloober Team gesagt habe, was jetzt Layers of Fear 2 angeht, weil das war echt nicht so gut, das nehme ich hiermit zurück. Die haben es echt drauf. Also ich bin gerade richtig, richtig geil auf das Spiel und richtig geflasht auch. Das ist grandios, was die hier gemacht haben bisher. Also ich meine, auch wenn es jetzt so weiterläuft, so ruhig bleibt, ich finde es grandios. Weiß nicht, kann ich mir dazu sagen, außer das. Was? Come at me, Ursula. Okay. Sie sagte eben noch diese Fürsorge in der Stimme dieser Frau. Vielleicht, ja, komm nur, Ursula, heißt es ja. Come at me, Ursula, dann komm. Trau dich, so nach dem Motto. Ach, hier ist noch was. Das hörte sich jetzt nicht so danach an, als wäre das eine gute. Hier flüstert irgendjemand. Ah. Einblick. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. Oh, krass. Er sagte, dass du musst weg, aber eigentlich sagte er, I have to cut you out. Ich muss dich rausschneiden. Vielleicht ist das sein Messer? Sein Rasiermesser? Und er hat sich das Leben genommen? Das war auch der im Bart, den wir eben wahrscheinlich gesehen haben, der Mann, oder? So, jetzt kann ich hier wohl die Sonnenblume reinstecken. Und das können wir uns auch noch anschauen, übrigens. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Ja, yeah. Das ist William Blake. Kannst nicht lesen. Was ist er denn da? Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Doom and bloom, huh, schön. An old prescription. Uh-huh. I know these drugs all too well. Lesen wir mal. 14.06.1971. Name Ursula Anna. Ist das jetzt ihr Vor- oder Nachname? Nachname, ja gut, Roskowski. Alter 41, Gewicht 53 Kilogramm, Geburtsdatum 24.05.1930. RX, also Rezeptur, beziehungsweise was sie braucht, Pipofezin und Buspiron. Fallgeschichte. Bei Ursula Roskowski wurden Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. 6-mal auffüllen. Aber ich dachte, sie war eine Schwester, Ursula. Sie ist jetzt eine Patientin hier gewesen? Ich schnall's gerade nicht, okay. Yay, jetzt können wir hier Energie zapfen. Das schafft die Erinnerung. Ich glaube, einmal reicht wohl. Aber was mit... Wir haben doch noch das Messer. Ist das jetzt weg? Oh, warte, da war noch was. Hier? Nee. Leuchtet nur durch. Ah, Pillen sind hier noch. Irgendwas ist hier noch eine Erinnerung. Eine Entschuldigung. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schicke, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu... Oh, und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula, meine liebste Ursula. Die letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann ich es nicht... Doch kann es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Nahe, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuch zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemanden so nahe, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freuden und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber das bin ich nicht.
Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir. In ewiger Freundschaft, RT. Ja. Kennen wir ja schon. Idiot. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Oh nein. Ja, das kenne ich, aber wenn man jemandem eine Liebe gesteht. Ich habe natürlich auch mal eine sehr gute Freundin verloren, leider. Also wir waren halt echt beste Freunde, haben wirklich auch das Bett geteilt, aber nicht jetzt, ne? Sexuell. Bäh. Wie gut das aussieht. Aber das hat die Freundschaft zerstört, als ich ihr gesagt habe, dass ich in sie geknallt bin. Deswegen, naja. Sollte man sich überlegen, was wichtiger ist. Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, die wahrscheinlich nicht stattfindet. Und ich war wirklich nicht mal friendzoned. Trauriges Schwesterlein. Oh nein, arme Ursula. Aber ich dachte, das hier ist eine... Ist so, ne? Also was zum Erholen und nicht wirklich jetzt eine Einrichtung für Kranke. Die Affe brennt. Der widerlichen... Ah. Warum sind die denn hier, die Viecher, frage ich mich. Was macht ihr hier? Oh, medium rare. Ja. Ist eine Bratform von Steak. Von der Flamme geküsst, medium rare. Na gut, rare ist noch schlimmer. Das. Ach. Kann man sowas essen? Hier, sieh mal, die Treppe ist gar nicht da nach unten. Oder doch? Nein. Es ist so verwirrend, weißt du? Ich sehe das zwar, aber ich kann da nicht hingehen. In unserer Welt. Stell dich mal vor, ihr kommt an der Treppe einfach nicht weiter, weil ist halt, ne? Das ist einfach eine unsichtbare Wand. Beziehungsweise ich könnte wohl, aber die sieht auch eingestürzt aus, die Treppe. Das finde ich auch ein bisschen unlogisch, weil wer sich da ein bisschen auskennt mit Lost Places, das sicherste, was geht, sind eigentlich Treppenhäuser. Denn die sind stahlverstärkt, die Treppenstufen. Und wenn du jetzt aber in so ein normales Stockwerk reingehst, das kann schon mal passieren, dass der Boden wegsackt. Ja, also wie gesagt, Treppenhäuser, das Wichtigste, das Sicherste in so einem Lost Place übrigens. Nochmal. Aber geht's auch nicht weiter. Kann ich hier... Wenn die halt hochlaufen, aber es bringt wohl nichts. Da ist ja nichts. Hört die Treppe einfach auf. Es müsste auch andersrum funktionieren, dass ich jetzt in der Realität, in unserer Realität einfach dann kurz die Kontrolle übernehme und die andere Welt außer Acht lasse. Aber so funktioniert das nicht mit den Spielregeln hier. Eben? Okay. Nicht ziehen. Was sag mal, was du kannst, Lara. Frag mich auch, spielt es eine Rolle, was für eine Aktion ich benutze? X oder A? Oder ist das total egal? Geht da vorne jemand? Nee. Aber ah, jetzt bin ich wieder hier am Fleisch. Lecker, lecker. Gotta find something to cut it with. Ah. So sexy. Bleh. Bleh. Schneiden, schneiden, schneiden. Ah. Schlotz. Eine coole Sache mit dem Geisterschild. Oh nein! Ich kann das Schild nicht mehr benutzen. Was? Ach so, ich muss mir wieder... Ah nein! Ah nein, ich muss mir die Energie holen. Dann kann ich das Schild wieder... Ach, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Okay, also das... Das ist so eine Energiesache hier mit dem Schild. Ja, seht ihr? Ich muss jetzt hier nämlich wieder Energie tanken. Habe ich ja eigentlich gemacht. Na gut, komm, dann machen wir das mal schnell. Gehen wir wieder raus. Und rauf. Ja,
Ich kann auch schneller laufen. Sag mir das doch jemand. Ich dachte, ich kann hier nur ganz langsam durchrennen. Oder durchgehen, besser gesagt. Hey, 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 ist gut. Beruhig dich. Beruhig dich, alles gut. Ja, klar, ich meine, alles, was wir hier an extra Aufwand haben, kostet halt diese Geisterenergie. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Gut. Also habe ich mir die andere Taste gedrückt, aber sie macht halt dasselbe, einfach die Tür auf. Ist das Skin? Das weißt du doch, das haben wir doch schon gemacht eben. Yam, 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 yam. Aber jetzt haben wir wenigstens auch mal gesehen, was passiert, wenn wir sterben. Ist nicht sehr grafisch, aber... ist ja auch nicht so schlimm. Oh, sehr gut. Oha. Ich hab mir gerade vor wie in so einem Bienenstock. Eieieiei. Ein Zettel. Es ist beinahe fertig. Das Hauptgebäude ist besser gelungen als erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile des Ressorts fertigzustellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich, weit ab von neugierigen Augen. Wo alle Augen versteckt. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es darauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas eingefallen. Ich werde es Niva nennen. Old invoices. Outdated documents? Wonder why someone put them out here. Yeah. Oh, noch was. Ein Bild. Oh Gott, alter Mann. Das Ursula, die ihn da beschmeißt mit irgendwas? Ja, seltsam, oder? Hier noch was? Nee. Zeitung. Ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen hallen in der Wildnis wieder. Funken regnen auf die Ruinen von Fort Pulaski. Einer einst undurchdringlichen Festung, die während der Offensive gegen Hitlers Streitkräfte 1945 Schauplatz einiger der heftigsten Auseinandersetzungen war. Diesmal waren es jedoch nicht Bomben oder Mörserfeuer, die den Nachthimmel erhellten, sondern ein spektakuläres Feuerwerk anlässlich der großen Eröffnung des Niva-Erfolgsressorts. An der Veranstaltung nahm auch die Leitung der Partei teil, darunter der erste Sekretär, bei der Gala Folgendes zu sagen hatte. Möge dieser Ort des siegreichen Kampfes gegen die Mächte des Bösen einen Ort der Erholung für das arbeitende Volk der Republik in Zeiten des Friedens und des Wohlstands weichen. Das historische Wahrzeichen, das im Januar 1945 von der heldenhaften Roten Armee befreit wurde, wird derzeit renoviert und demnächst für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Niva-Volksresort wird Ende Juni seine ersten Gäste begrüßen. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, dass dieses Fort Pulaski irgendwie der Grund dafür ist, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Also, ne? Es ist ja immer so, dass an solch alten, geschichtsträchtigen Orten, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, auch schlimme Erinnerungen warten und... naja, vielleicht hat das irgendwie... die Geister haben dafür gesorgt, ne? Ist ja oft so in Horrorfilmen. Oder Horrorspielen, dass die Geister halt eben die Leute wahnsinnig gemacht haben. Manager, huh? Thomas Rekovic. Oh. Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovic. What? All right. Listen, hun. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovic? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently. I
think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Sadness? Was mit unserem Bein eigentlich los? Seht ihr das? Sie hat auch so ein abgeranztes Bein auf einmal. War das vorher schon? Ist hier irgendwas vielleicht, was uns langsam aber sicher zerstört? Ist doch gerade erst passiert, oder? Naja, auf jeden Fall dieser Thomas. Ich habe auch gerade gedacht, mir ist so ein bisschen Schauer über den Rücken gelaufen. Ist das vielleicht so ein Ruf aus dem Jenseits? Das ist doch auch der, der mit Ursula da ein bisschen rumgeflirtet hat. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. Boah, ist das gruselig hier. Ihr habt auch gerade gedacht, das wäre eine Videosequenz, als ich so langsam reingelaufen bin, oder? Aber es sieht halt echt toll aus. Wie gesagt, das Spiel. Der Schreibtisch ist einfach in der Mitte durchgebrochen. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Ja, ich habe nur leider keinen Schlüssel dafür. Deswegen brauche ich es gar nicht erst versuchen. Ein Bild. Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Psycho-Riecher, ja. Bester Sekretär. Das Skull and Cross... Das sah eben aus wie Skull and Crossbones, also wie so gekreuzte Säbel und so ein Knochenschädel an der Wand. Eine alte Karte des Gebäudes. This is signature. So he designed this whole place? Who are you, Thomas Rekovich? Also wirklich, wenn es unser Thomas ist, fände ich das sehr beunruhigend. Er ist nämlich schon eine Weile lang tot, würde ich behaupten. Wenn er damals schon ein alter Mann war. What the hell happened here? Aha. Überlegt einen Falter im Boden. Still works. Ah. Someone's been using it. Eine Taschenlampe. Na gut, die sieht sehr rostig aus. Und ein Schlüssel. Too small to fit a door. Für die Uhr. Hm. Natürlich ist es für die Uhr. Was denn sonst? Someone jotted this down recently. Echt jetzt? Zu erledigen. 3 Uhr aufstehen. Nicht den Wecker ausschalten. 3.15 Uhr Medikamente. 3.30 Uhr den Waldweg überprüfen. 4 Uhr zum Hotel die alten Zeitungen sortieren. 5 Uhr die Nachforschungen fortsetzen. Fotos entwickeln, wenn Zeit ist. 7 Uhr das Büro überprüfen. Bücher. Und 9 Uhr nach L sehen. 3 Uhr aufstehen, das kenne ich irgendwoher. Ja, ich stehe auch sehr früh auf. Auch nicht viel Schlaf, du. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Oh mein Gott, ernsthaft? Wirklich, das ist echt gruselig. Ich sag ja, das war so ein Ruf aus dem Jenseits hier, wahrscheinlich mit Thomas. Burn marks? Broken glass and is that salt? Ja, wirklich, Walter White war hier mit seinem Knallquecksilber. Wie hieß das? Knall? Irgendwas? Na egal. Ich bin kein Chemiker. Hier noch was? Öffnen wir mal die Uhr. Der Soundtrack, es ist so gut. Ich fühle mich so richtig so. Ah! Rap. Also gut, 3 Uhr, Alarm nicht ausschalten, ja? Richtig? That's as far as it goes. Oh, krass! There. An imprint. Is that... Thomas? Okay. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. Ist das geil. It's rare, but I'd seen it before. Nein, nein, nein. No. Don't do it. I can't. We... must. Okay, krass, Leute. Das ist ja abgefahren.
Ich würde sagen, mehr davon nächstes Mal. Vor diesem abgefahrenen neuen Feature jetzt auf einmal. Mir fehlen die Worte. Ich find's so grandios. Lasst mir auf jeden Fall ein Like auf die Folge und schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bald schon wieder zu The Medium. Dann geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.